Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Let's Play Flatout 2 mit mir, dem Maxi vom Games Club. Für die, die mich kennen, die kennen mich. Für die, die mich nicht kennen, die kennen mich nicht. Das ist denn halt so. Ich zocke dieses Spiel mit Cam. Wenn ihr das nicht wollt, dann sagt das, dann mache ich es ohne Cam. Ja, was gibt's zu sagen? Ich muss den Timer starten. So. Alles klärchen. Dann könnte es ja losgehen. Oder? Ja, erstmal ein neues Profil erstellen. Sowieso. Weg mit dir. X, X. So, ganz normale. Oh, willst du mich eigentlich verarschen? Also halt so. So, Mann oder Frau, Mann oder Frau, Mann oder Frau, wir nehmen. Mann, ja. So, da können wir auch gleich anfangen. Perfekt. Karriere, Einzelrennen, Einzelstunt, Einzelevent und Einzelderby. Sieht nett aus, also was wir jetzt machen werden, ist Karriere. Willkommen beim Dirty Autohändler. Hier können Sie Ihren ersten Wagen kaufen. Sie können sich nur Derby-Wagen leisten. Aber wenn Sie etwas Geld verdient haben, können Sie sich auch ein Renn- und Straßenklassenrennen teilnehmen. Bau! Indem sie sich die entsprechenden Wagen kaufen. Alles klärchen. Okay, jetzt haben wir die Auswahl zwischen den drei Karren. Chili. Maximale Geschwindigkeit. Da ist der schon mal schneller. Beschleunigung ist der besser. Okay, der ist kleiner. Fahrverhalten ist der wiederum besser. Kraft ist der besser. Das ist so die Mittelklasse. Willkommen im Karrieremenü. Hier können Sie Ihre Wagen in der Werkstatt ansehen, beim Autohändler neu kaufen, die bestehenden im Upgrade-Laden ausbessern und mit zum Rennen gegen andere fahren und Geld verdienen. Was anderes habe ich jetzt im Karrieremenü auch nicht erwartet. Steigen wir gleich ins Rennen ein. Oh, es gewittert. Oh mein Gott, es gewittert. Okay. Hier haben wir die drei, hier haben wir die zwei. Dann machen wir die zwei erstmal zum Starterpaket. So, wir gehen halt nochmal Pfeiltasten war lenken. Steuerung war Nitro. Handbremse war da. Leertaste. Muss man mehr wissen? Nö. Brumm, 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 brumm. Verpiss dich. Oh Gott. Okay, die Karre ist echt so ein bisschen creepy. Es liegt wahrscheinlich daran, dass ich erstmal mein Fame-Skill rauskitzeln muss, weiß ich. Ich muss erstmal so ein bisschen, also, wenn ich mein Skill erstmal auspacke, ne? Dann hat keiner Chance gegen mich, ne? Dann hat selbst der beste Gamer der Gamer-Szene keine Chance gegen mich, denn den bumst sich dann hart. Also, ja. Passt auf, mit wem ihr spielt. Wenn ihr einen Lexi in eurer Lobby seht, dann seid ihr seid tot. Ihr seid tot. Ihr seid hinüber. Also, das ist schrecklich. Also, ihr werdet. Oh. Das gehört alles dazu. Das ist alles das Ablenkungsmanöver, müsst ihr wissen. Da wir zurücksetzen. Da. Das wusste ich. Das gehört alles dazu. Und am Ende, ihr denkt so, boah, ich mach das richtig fertig. Und am Ende denkt ihr so, ach du Kacke, so, der hat mich richtig in den Anus gebumst. Warum? Ja, wie gesagt, ich muss jetzt meinen Skill auspacken. Die anderen haben sowieso keine Chance gegen mich, ne? Ja, ich hab 700 PS unter der Haube und die haben 2. Mit Nitro haben die vielleicht 4. Also,
Und diese Schlenkermanöver, es ist alles Ablenkung für den Gegner. Also, es ist zwecklos. Ja? Aber ich lasse euch natürlich eine Chance. Natürlich lasse ich euch eine Chance. Ich meine, das wäre ja sonst unfair. So, seht ihr, wie ich jetzt mein Skill auspacke? Seht ihr das? Nein, macht das mal einer, ja? Die Stunts und den Skill, den ich hier hinlege. Guck mal, da ist der erste Penner, weißt du? Der ist schon mal raus. So, hier. Bam. Da kriegst du einen, weißt du? Das ist hier eiskalten. Hier, so, den haben wir gedreht. Der ist am Anus. So, wir sind so schnell gehört, ja? Vom letzten auf den fünften Platz, ja? In 2 Sekunden. Das waren 2 Sekunden. Ich hab gezählt. Und also. Und hier, weißt du, schön außen, damit euch keiner crasht. Das ist Fahrlehrstunde bei Lexi. So macht ihr euren Führerschein richtig, ja? Ja? Immer schön hingucken. So, hier rum. Und jetzt hier rum. Und am besten ist es, wenn ihr wirklich die Kurven richtig nehmt. Also zum Beispiel mit einem coolen Side Drift oder mit einem Slappy Dappy. Das ist der Slappy Dappy ist eine von mir erfundene Kurven-Cycling-Drifting-Art, die sehr beliebt unter den Autofahrern ist. Und die Slappy Dappy-Art, die geht so. Also man fährt um die Kurve und schlenkert dann noch so ein bisschen noch hin und her, sodass der Typ, dein Gegner hinter dir, denkt so, wow, der hat die Kontrolle, jetzt kannst du aufholen. Und dann kriegst du wieder. Hast du gesehen? Ich habe geschlenkert. Der hat auf mich geguckt, ja? Das war das perfekte Beispiel. Der hat auf mich geguckt. Ist direkt gegen den Baum gefahren. Direkt gegen den Baum. Direkt gegen den Baum. Das Ja. Und dann kriegst du wieder. ist wie Hypnose, müsst ihr euch das vorstellen, die Slappy Dappy Art. Also nach der Kurve oder in der Kurve ist es am besten, aber das ist sehr schwer. Nach der Kurve oder in der Kurve, jetzt ist keiner hinter mir, schlenkern, sodass der Gegner, dass ihr Aufmerksamkeit auf den Gegner zieht, dass der euch beachtet und dann guckt er nicht mehr auf die Strecke und bam, fährt er gegen die Seite oder prallt gegen den Baum oder so. Und ruckzuck, ich bin Erster, ja? Das ist die Slappy Dappy Art. Und natürlich coole Drifts und einfach Skill, weißt du? Genauso wie ich den Sunny in Black Ops 2 abziehe. Weißt du? Hier, Skill. Jetzt will ich den Gegnern wieder ein bisschen Chance geben. Weißt du? Das haben die natürlich alles gesehen. Guck, da kommt schon der Erste. Mal, wenn ihr mal auf den Map guckt, da kommt jetzt schon wieder der Erste. Der will mich jetzt wieder hart zacken, aber. Nee, mein Freund. Ich fahre nämlich ganz gediegen ins Ziel. Oh, Surprise, Motherfucker. Oh. Könnt ihr nix? So. Haben wir die erste Fotze schon mal fertig gemacht. Und wo kann man fortsetzen? Jason, boah. Ich wollte es vorlesen. Was soll denn die Scheiße? Wir haben 900 Dollar gekriegt. Oh. Oh. So, noch mehr. Das finde ich sehr mal nice. So. Hier, erster Platz, ne? 10 Punkte. Hä? Check it out, Alter. Blablabla. Also, ich weiß nicht, wie ihr erzählt, aber das ist einfach, ne? Holt euch das Spiel. Oder hier Grid 2, was jetzt herausgekommen ist vor kurzem. Ja, okay, es gibt schon etwas länger. Oder holt euch einfach ein Rennspiel und setzt diese Tricks ein. Ich sag euch, auch im Online-Modus, ihr macht die alle fertig. Mit diesen Tricks, mit dem Slappy-Dappy-Trick und mit den Drifts. Und, ja, es gibt ja noch viele andere Tricks, die man so anwenden könnte. Aber die meisten haben keine Namen, sind einfach nur dumm und werden von Noobs angewendet. Und, aber viele Tricks benutze ich auch noch. Die sind aber einfach nur Skill. Also die erfordern Skill. Und wenn ihr das nicht könnt, dann, naja, gibt einfach mal auf YouTube, ja? Auf YouTube gibt einfach mal Slappy Dappy Trick. Einfach mal eingeben und ihr werdet sehen, es wird, wenn ihr das ein bisschen übt mit dem Video, was euch da angezeigt wird, dann werdet ihr ganz schnell scheiße sein. Sehen, wie ihr doch skillt und wie ihr alle fertig macht. Wie ihr alle einfach nur, das ist, also, hier könnte man jetzt auch gut durchs Flugzeug fahren. Weißt du? Und.
Also ihr werdet sehen, ihr werdet sie fertig machen mit dem Slappy Dappy Trick. Ist der bekannteste Trick, wenden viele an. Ich habe ihn erfunden und verbreitet. Muha. Und ja, wie gesagt, noch ein bisschen driften damit es halt cool rüberkommt, weißt du? Damit es cool aussieht. Und ja, also und wenn ihr so denkt, so okay, ich krieg den Trick nicht hin, dann macht's so wie ich. Früher hatte ich mal so einen Trick. Der ging so, das konnte man aber nur im Multiplayer machen, wenn man mit den Leuten reden konnte. Oh, scheiße. Respawn, das groscht doch hier schon wieder alles. Die ganzen Leute groschen, deine Mutter groscht. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, wenn ihr, das war so ein Trick, damit hat man die Leute in dem Sprachchat abgelenkt. Und dann waren die quasi hypnotisiert und so, haben sich auch nicht mehr konzentriert und haben dadurch verkackt. So ähnlich wie der Slappy Dappy Trick, nur mit Wörtern. Und hier wieder Slappy Dappy Trick. Seht ihn euch an und gleich bremst er ab und ist wieder gegen irgendwas gefahren. Habt ihr es gesehen? Ja, das ist meine Skills einfach. Und ihr müsst diesen, also Slappy Dappy Trick ist schon Pflicht, also. Ich an eurer Stelle würde ihn schon gerne können. Und ihr müsst ihn auch können. Und was bei solchen Maps auch gut ist, wenn am Rand so Wasser ist, einfach mal durchfahren und dem Gegner hinter dir so ein bisschen Wasser in die Fresse schleudern. Und mein Licht ist ausgegangen, aus welchem Grund auch immer. Und ihr werdet sehen, es wird ein Wunder geschehen. Der Gegner hat 2. Platz, ja? Phänomenal! Phänomenal! So, hier, 3.700 Dollar oder CR, keine Ahnung, was das ist. Ja, gleich mal abgeräumt. Ja, nochmal 900 drauf. So macht man das. Und jetzt wird uns der geilen Scheiße. Also das war geil! Ja! Fickt euch! Nein, fickt euch nicht. Seid jetzt nicht böse. So, weiter geht's. So. Einzelrennen. Okay, das ist das, was wir gerade gemacht haben, nur dass man einfach nur fahren muss auf der Strecke. Einzelrennen. Nehmen Sie am Skispringen, Feuerring, Steinhüpfen oder einem anderen 12 verrückten Stunts Events teil. Das klingt interesting. Also hier haben wir High Jump. Versuchen Sie, so hoch wie möglich ins Sprungnetz zu zielen. Okay, Bowling. Das sieht nach Ski aus. Curling. Stone Skipping. Oh ja. Ring of Fire, Motherfucker. So. So, dann wollen wir uns durch die. Nein, wir wollen kein Tutorial. Wollen wir uns doch mal durch die Ringe schleudern. Blalala. So, im Hintergrund hört man die nette Kommentatorenstimme, die jetzt gerade gesagt hat, die geile Sau ist am Start. Bam! Und 2, 3, 4. Oh, neuer Weltrekord! Wie soll... Wow! Geil. Oh, Alter. Jetzt müsst ihr aber nicht übertreiben hier. Also. Die Fans sind ja außer Rand und Band. Jump. Penis. 1, 2, 3, 4, 5. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Darauf geben wir ein. Ja. Geil. So, ist es jetzt das letzte? Ja. Okay, jetzt machen wir es richtig. Jetzt schaffen wir 6 Ringe. Also jetzt schaffen wir es komplett. Ich glaube, das sind nur 6 Ringe. Bin ich mir zwar nicht sicher, aber wir werden es sehen. Wir wollten den Gegner, wie gesagt, eine Chance machen. Das war wieder natürlich ein Trick von mir selber.
wie man mir das so denken kann. So, Stunt wiederholen. Ich will jetzt mal hier Liste sehen. Fünfter Platz, das ist Täuschung. Also der hat sich da verrechnet. Das ist ganz klar, ich bin der Erste. Also der hat sich da komplett verrechnet. Das ist... Ja, die Rechenmaschine heutzutage, den kannst du nicht mehr vertrauen. Also, ne. Wie viel Zeit haben wir noch, meine Freunde? 1 Minute 13. Da scheiße ich jetzt genüsslich drauf. Wir sehen uns das nächste Mal bei Flatout 2. Hat mir Spaß gemacht und ja, es geht mein Licht auf wieder. ja, bis dahin. Man sieht sich, meine Freunde. Haut rein. Tschüss.